Ich bin Davy Selke, bin Stürmer bei Hertha BSC, aufgewachsen im Stuttgarter Kreis in Winterbach. Hab da auch im Käfig gespielt immer. Bei mir war es ein Gummiplatz. Mein Name ist Teddy Rupp, bin 44 Jahre alt, bin der Papa von Davy. Aufgewachsen in Reutlingen, geboren in Äthiopien. Bin gelernter Sportlehrer und ja, habe auch im Käfig gespielt. Allerdings nie besonders gut, aber dafür gerne. Es gab auf der einen Seite ja, den Davy, der so ein bisschen entspannter war, der gerne zu Hause war, der gerne Zeit mit der Familie verbracht hat. Lieblingshobby von uns beiden, ja, auf der Couch liegen, chillen. Und klar, am Anfang auf dem Platz war natürlich dieser hitzköpfige Davy. Ne, weil es für mich damals extrem schwer war, mit Kritik auch von euch, die nur das Beste wollten, umzugehen. Weil ich für mich damals in der Pubertät, du denkst, du weißt alles besser und brauchst eigentlich keine Tipps. Du willst deinen eigenen Weg gehen und da war es dann immer schwer. Also man muss sagen, es gibt... jeder Mensch, also keiner mag Kritik, sowieso nicht. Also ich will auch nicht kritisiert werden, ich kenne niemanden, der kritisiert werden will. So. Und dann natürlich, klar, so Trainer, Family, jeder zählt dir was. Ja, es war damals so 17, ne? 17. Wo ich, glaube schon ein paar Spiele nicht getroffen. Ja, du warst so ein bisschen... War eh nicht gut drauf allgemein. Hab dann, war unfair, das erste Mal war ich richtig unfair gegenüber meinen eigenen Mitspielern. Und halt so verbal, ne? So laut. Verbal so, und offensichtlich. Ja, genau, genau. Und war eh angepisst, muss man sagen, wenn man das so sagen darf. Ja, ist eine allgemeine Situation. Ne? Und da habt ihr noch gesagt, hey, jetzt erreicht man eine Stufe, wo du halt... Du warst eh schon sauer? Ja. Du bist quasi schon sauer. Du warst eh auf dem Spielfeld sauer. Und ich bin sauer vom Spielfeld in die Dusche, ins Auto und dann... Dass du natürlich dann irgendwann mal als junger Mensch auch mal so... Aber das ist aber klar, das Gute war halt, dass du es kanalisieren konntest. Stimmt, dass ich da gesagt habe, okay, eure Meinung hat da für mich nochmal einen anderen Stellenwert und nehme ich für mich nochmal anders wahr. Bedeutet, wenn ich von euch Kritik dann bekomme und euch was aufgefallen ist, dass ich das dann für mich einfach auch ernster genommen habe und gesagt habe, okay, wenn es wirklich auch meinen Leuten auffällt, meiner Familie, dann muss ich daran arbeiten. Ich glaube, für mich quasi die Entscheidung, mache ich jetzt auf Superdad, ja, dieser moralische Apostel, diese Institution, der immer alles richtig gemacht hat, komischerweise in der Jugend und im Alter. Ja. Oder ich habe gesagt, okay, geh ich offen und ehrlich auch mit meinen Fehlern um, genau, was ich erlebt habe. Genau. Ob was für meiner Jugend halt schief gelaufen ist, was gut war, was schlecht war. Mhm. Da haben wir offen über alles immer geredet. Und hatte schon das Gefühl auch, dass wir auf Augenhöhe waren. Ja, also ich habe dich schon so als Gesprächspartner auch sehr ernst genommen. Ja. War mir ja auch wichtig, ne? Genau. Die Meinung. Ob wir da über Drogen geredet haben, ob wir über Alkohol, über die Folgen alles, und alles so. Ja. Ne? Ja. Da kann ich mich gut erinnern. Da habe ich auch schon gemerkt, wir kommen besser miteinander klar, wenn ich ehrlich bin zu dir. Ja. Und dass du dann auch das Gefühl hast, dass du mit mir über alles reden kannst. Ich habe die Partys halt genommen. Ja, stimmt. Jede. Aber du hast immer, ja stimmt. Du hast aber auch gesagt, man muss damit dann... Man muss mit den Konsequenzen leben. Man muss mit den Konsequenzen leben. So. Und wenn man sich für den Weg entscheidet, richtig, lohnt tut sich dann nicht im Endeffekt. Es lohnt sich wirklich nicht. Ich war damals unglaublich dankbar für diese Meinung. Ich glaube, wenn wir nicht so ein gutes Verhältnis gehabt hätten und ich mich da nicht so geborgen gefühlt hätte, dann hätte ich vielleicht woanders diesen Halt gesucht. Ja, ja. Und vielleicht wahrscheinlich hätten die Leute es nicht so gut gemeint, wie natürlich der eigene Vater, die eigene Familie. Großvater, die Mutter, gell? Genau. Ich glaube, das war auch ein Vorteil von mir gegenüber denen, die vielleicht nicht diesen Rückhalt hatten. Vielleicht Eltern, die mit ihrem Job zu tun haben, die nicht so viel Zeit hatten, darauf einzugehen. Ich glaube, andere haben das Glück nicht. Es gab natürlich auch Trainer, die waren wichtiger für einen. Es gab Trainer, die waren vielleicht nicht so wichtig, vielleicht sportlich gut, aber menschlich nicht. Mhm. Es gab immer die so ein bisschen, wo ich gemerkt habe, denen geht es wirklich um mich. So, die beschäftigen sich mit mir als Person, die wollen, dass was Gutes für mich, die setzen sich mit mir auseinander, so wie ich es natürlich von zu Hause auch gewohnt war. Die hatten bei mir immer auch schon ein Alleinstellungsmerkmal in dem Sinne, dass ich gesehen habe, okay, die setzen sich mit mir auseinander, also will ich auch auf ihn eingehen und will ihn, was bei uns im Sportlichen natürlich, im Fußball angeht, nicht enttäuschen. Für die Trainer, die es bei denen es der Fall war, war es dann natürlich schon so, dass man natürlich für sie dann auch anders was zurückgeben wollte. Genau. Dass man gesagt hat, okay, da ist noch eine externe Person, für die man jetzt auch mit durchs Feuer gehen würde. Genau.